So, ich stehe hier an so einem kleinen Burschen hier. Das ist der Kerklav 618B. Was so sexy klingt, ist aber in Wirklichkeit sehr sexy, weil der kann eine Sache, und den kriegen wir bei uns auch in der Klinik, denn hier kann man Hand- und Winkelstücke direkt mit reinigen, desinfizieren, komplett aufbereiten, und man hat trotzdem noch eine Steriladung. Das heißt, das Ding ist quasi wie ein sogenannter Duck. Die Leute, die eine Zahnarztpraxis besitzen, wissen, was das ist. Und ein kompletter Steri. Und ich brauche nur noch ein Gerät und kann beides gleichzeitig machen. Und das spart natürlich in der Praxis ultra viel Zeit. Und ja, davon bekommen wir, glaube ich, zwei in die Klinik. Und dann kriegen wir noch einen richtig fetten. Und da gehen wir jetzt auch noch mal hin. Den zeige ich euch auch mal. Das ist nämlich ein sogenannter Kliniklav. So, also, das ist die normale Größe. Das ist auch der Steri, den wir grob jetzt gerade bei uns im EZH haben. Und dann gibt es den neuen Vacuclav 550. Der hat ungefähr, ich meine, das 3,5-fache an Kapazität. Also wenn man den jetzt aufmacht, jetzt ist der gerade hier, Tür öffnen, so. Da merkt man, da kriegt man schon einiges rein. Also wirklich richtig, richtig viel mehr. Allerdings reicht der nicht für unsere Klinik, denn wir müssen eine Sache machen können, und das ist die OP-Wäsche. Die muss auch mit rein können. Also wenn wir Raumklasse 1 betreiben, muss da auch OP-Wäsche rein. Und deswegen gibt es da nur diesen sogenannten Kliniklav. Und mit dem, müssen wir mal gucken, ah ja, der geht so rum auf. Das ist ein sogenannter Linksöffner. So, und hier kann natürlich viel, viel, viel mehr rein. Also hier können OP-Schuhe theoretisch rein, die man dann desinfizieren kann. Aber natürlich auch normales Sterilgut. Und ich meine, der hat so ungefähr das Sechsfache an Kapazität. Ich meine so, boah, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Nee, ich sag keine Literanzahl. Auf jeden Fall sehr viel größer. Und damit können wir natürlich viel mehr Volumen dann sterilisieren. Davon haben wir einen. Und von den kleinen, die ich euch vorhin gezeigt habe, haben wir, glaube ich, am Anfang zwei. Können dann aber auch noch aufstocken. Also super interessant. Werden wir euch natürlich, wenn es dann soweit ist, in der Klinik auch noch weiter mitnehmen. Euch das nochmal genauer zeigen. Aber schon ganz schöner Brummer.